Vertrauenserweckend. Richtig heimelig. Hier möchte man sein und seinen Urlaub verbringen. Von Ratten überrannt. Auch interessant. Wo bin ich nun schon wieder? Das ähnelt hier aber gar nichts, oder? Wo bin ich denn jetzt? Du schon wieder. Oh Gott, Leute. Oh, das Spiel macht mich echt fertig. Oh, noch ein kleines Baby. Oh, kein Baby mehr. Nein, nicht die schon wieder. Don't look back. Alles klar. Don't look back. Dann mache ich das auch nicht. Warum habe ich das Gefühl, dass das wirklich eine scheiß Idee gewesen wäre, wenn ich das jetzt doch gemacht hätte? Oh Gott. Die Sauklaue kann doch keiner lesen. Das ist echt anstrengend. Und das Weinen im Hintergrund auch. Ah, da, ich konnte was. Ach ne, ist nur die nächste Schublade. Und das Flüstern ist so schrecklich. Das hier macht das Ganze auch irgendwie nicht besser. Waber, waber. Eine Tür in einem Schrank. Warum nicht? Gehen wir rein. Klasse Idee. Okay, a little pain goes a long way. Alter! Damit wir hier durchkommen, haben wir jetzt gerade, glaube ich, jemanden richtig böse gefoltert. Oh, böse. Oh, großartig. Der nächste Korridor. Gut, wir haben nur eine Wahl. Ich frage mich gerade, was passiert wäre, wenn wir gerade ausgegangen wären gerade. Statt durch den Schrank. Wäre die Tür überhaupt aufgegangen?
Ich weiß es nicht. Hat man hier mehrere Optionen durchzukommen? Geh mal weiter nach unten. Wir können nicht nach unten. Ah, wir können nur nach oben. Also haben wir hier doch gar keine Option. Was die Theorie, dass man mehrere Wege hat, um hier durchzukommen, auch wieder ein bisschen hinfällig werden lässt. Nein. Traue mich gerade gar nicht nach oben zu gucken. Ja, aber es bringt mir ja gerade, glaube ich, nichts, ne? Ich kann ja nicht springen oder so. Hallo? Okay. Hey, hier war ich schon mal. Bin ich denn die beiden Male gestorben? Kann man hier sterben? Wie hätte ich denn eben aus dem Fahrstuhl rauskommen sollen? Habe ich wahrscheinlich doch einen Weg genommen, den man nicht nehmen sollte. Weiß es nicht. Gott, ich hasse dich! Ja, stelle ich mich wohl doch nicht so gut an. Da hat Ron mich, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Hier gehen wir mal nicht hin. Wir gehen. Hey, das kenne ich. Das komische Bartbaby. Hey, hier gibt es kein Telefon. Es kommt irgendwie von da. Nein, ich will diesmal ans Telefon gehen können. Ich muss ja irgendwas finden, wo ich irgendwie... Keine Ahnung. Hat er die Nummer die schon die ganze Zeit in der Hand? 363. Sag mir, was hier los ist! Ah, hier steht. Ne, hier steht auch kein Telefon. Das kommt doch von. Hier? Tatsächlich. Rufe ich mich jetzt selber an? Wo kommt das denn diesmal?
irgendwo von hier? Suche ich die Dinger hier jetzt umsonst ab, oder? Ich bin gerade voll ratlos. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, pass auf, wo du hinfällst. Das sieht schon ein bisschen geil aus, muss ich sagen. Ist trotzdem unheimlich und das Telefon klingelt immer noch. Schön. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Alter Scholli. Ich bin gerade so durch mit den Nerven. Oh Gott, jetzt lass mich hier mal ein bisschen gucken, was ihr hier noch so geschrieben habt. Was 21 Mal erschreckt? Verdammt, dann habe ich mich ja doch öfter erschreckt als Valkyrie. Das wollte ich eigentlich unterbieten. Ja, danke, CPL. Das Knuddeln kann ich gerade echt gebrauchen. Oh Mann, ich bin gerade so fertig mit den Nerven. Alter Scholli. Oh. Ja, ich freue mich, dass ich das überlebt habe. Ich weiß noch nicht, wie ich das gleich überlebe, mit dem Hund rauszugehen, aber das kriege ich auch schon irgendwie hin. Mein Hund, der hält mich schon am Leben. Oh Gott. Ich war das ganze Spiel über so angespannt, das ist unglaublich, aber naja, ich hab's überlebt. Und diese Fliege, die mich hier zwischendurch erschreckt hat, die wird nachher erstmal ihr Leben lassen müssen. Das muss Strafe geben für den Schocker. Oh. Ja, okay, Run, ich bin da ja auch nochmal im TS. Erstmal nochmal ein bisschen runterkommen, bevor ich losgehe, das auf jeden Fall. So, im Chat bin ich gleich auch noch mal ein paar Minuten unterwegs, aber für den Stream bzw. das, was nachher auf YouTube zu sehen ist, ist jetzt langsam Ende. Ende mit meinen Nerven ist auch. Aber ich hoffe, es hat euch allen gefallen und das nächste Mal nicht wieder Horror. Zumindest nicht so schnell wieder. Das machen meine Nerven nicht mit. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also, muss ich schon sagen. Auch durch das Angespannte und so, es hat schon Spaß gemacht. Ist ein schönes Spiel. Auch wenn das noch in der Entwicklung ist, ist es schon echt toll, muss ich sagen. Also, es sieht auch toll aus. Also, die Jumpscares, die drin sind, da muss ich auch sagen, das ist nicht einfach wahllos reingeklatscht, sondern das hat echt schon Stil, wie die eingebaut sind. Auch wenn ich das in dem Moment natürlich nicht so sehe, aber das ist schon echt toll. Also. Gut. Nicht mehr so lange reden. Ich verabschiede mich jetzt und ja, bis zum nächsten LP-Livestream. Irgendwas kommt. Also, gute Nacht und tschüss und bye bye.